Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Ist der letzte Tag von Suikun. Mach hier gerade eine Runde. Wollte eigentlich einen Suikun-Raid für euch machen. Den letzten, aber es ist so schwer, die Leute zusammen zu bekommen. Es ist kalt. Es ist Feiertag, die Leute schlafen noch. Suikun allgemein nicht so gut. Und man braucht ein bisschen mehr Leute als zum Beispiel für Entel. Und Doppelcandy, die Leute machen eher Despotar. Oder weil morgen Geico kommt, sparen sie ihren freien Pass von heute für morgen. Ich habe gestern keinen gemacht, deswegen theoretisch müsste ich heute noch einen machen. Aber leider keiner, den ich für Suikun begeistern kann. Ich drehe jetzt ein paar Runden. 8 Paragen hier, setze mich überall rein. Und dann gehen wir noch über Suikun. Wie viel ich gefangen habe, welcher mein Bester ist und sowas. Also auf geht's. So, hier ein Hundester fangen und hier in die Arena setzen. Wir nennen die auch Fake Aldi, weil hier mal ein Aldi war. Dann haben sich ein paar Türken angesetzt mit einem Logo, mit einem Schild, das ungefähr genauso aussah wie Aldi. Richtig gefälscht. Das haben die jetzt vor kurzem umgenannt in Baygam Supermarkt. Aber davor hieß er nur Fake Aldi bei uns. Hier irgendwo ein Raid war, hier an der Arena hieß es immer Raid am Fake Aldi. So. Und ein bisschen. Kleiner Kampf gegen die rote Arena hier. Es hat sich bisher immer noch keiner gemeldet für irgendeinen so coolen Raid. Echt schade. Ich habe glaube ich 21 gefangen. 21 gesehen, 12 gefangen. Schon tot. Leider nur 6 Punkte für die Arena. Ja. Ich habe noch die hier, dann die da hinten, 5 Meter von hier, dann die da hinten, dieses Blaugard, da können wir uns setzen und dann über alles gehen. Gegen das Taubsi muss ich glaube ich zweimal kämpfen. Selbst mit 589 ist der nervig. So, auch tot. Ob der 4 oder 5 gibt? 4. Traurig. Wie die es abrunden. Anstatt aufzurunden. Letzter, glaube ich, geht so los. Und danach noch eine Runde gegen ein Taubsi. Oh, super effektiv. Nicht gut. Aber ein Biss, ein Knirscher meine ich und weg ist der. So. Sieht die Arena leider erst zu einem Drittel ungefähr. Es dauert noch ein bisschen, bis ich die auf Gold kriege. So, 100% Geowatts auf Max gegen Taubsi. Super effektiv. Und ciao. Wie? Okay. That's it. Setzen wir hier mal einen Geist rein. Die Arena fällt eh gleich.
Dieser Matze wohnt hier irgendwo in der Nähe. Der haut die immer gleich wieder um. Einmal drehen noch, Teambonus. Weiter geht's. Angekommen und hat sich gerade einer reingestellt, ne? Nicht der, ja, hier Danny vor 6 Minuten. Naja, da wird Danny direkt wieder gekickt. Sekundenmäßig geht immer noch nichts ab. Ich blende hier mal ein, wie viel ich gefangen habe. Ich glaube 11 und 21 gesehen. Also fast 50% Fangrate. Mein bester war immer noch der, ganz am Anfang, 96%. Ich habe dann noch einen... Nee, der war nicht 96. Ich habe dann einen gefangen, der hatte einen WP weniger. Der hatte dann nur noch 93%. Ansonsten bin ich einem 100er begegnet. Aber nicht auf meinem Account, sondern von der Freundin. Da hatte ich echt Eierschlackern. Das war echt... Wie nennt man das? Das hat mich auf jeden Fall viele Nerven gekostet, den zu fangen. Hände haben geschwitzt, haben gezittert sogar ein bisschen. Das war echt spannend. Also ich bin noch keinem 100er bisher begegnet, legendär. Oh mein Gott, unser Spiel hängt böse hart. Vorhin zu viel aufgenommen. Auf jeden Fall den 100er für sie gefangen, das war cool. Aber sonst sekundenmäßig echt nicht viel los. Die Leute haben echt keinen Bock drauf. Alter, okay, übertreib halt. Komm. Ja, okay. Ah, jetzt so. Okay. Aber dadurch, dass es halt Doppelbombung gibt, hat sich das wieder ausgeglichen. Habe ich dann wahrscheinlich genauso viele gemacht wie bei Entei. Und manche habe ich sogar mit vierfach Bombungs gefangen. Mit Ananas dann. Hat 12 Bombungs gegeben, verschicken 14, also. Das hat es auf jeden Fall ausgeglichen, da hatte Suikun Glück. Da hatten wir Glück, dass während des Events Suikun kam. So. Weiter geht's hier. Mein Gott, der ist super effektiv gegen mich. Schnell Solarstrahl. Schreibt unten in die Kommentare, wie eure Erfahrung so mit Suikun war. Habt ihr viele gemacht oder wart ihr auch eher lustlos auf Suikun? Habt ihr genug Leute zusammenbekommen? Das Wichtigste, was ich mich frage, ist, ob es Leute zu viert geschafft haben. Wir hatten es ja vor zu viert, aber hat sich echt keiner gefunden, der gute Konter gegen
Spaß hatte gegen Suikun. Und normalerweise gibt es ja am Anfang immer irgendwelche Verrückten, die den direkt zu dritt, zu zweit, zu viert schaffen oder sowas. Und dann kursieren da in den Gruppen immer diese Videos, auf Reddit zum Beispiel auch. Diesmal zu Suikun habe ich nichts mitbekommen. Also würde mich echt wundern. Also da bin ich echt neugierig, ob das echt irgendjemand zu viert geschafft hat. Falls ihr das, da irgendwas wisst, Link bitte unten in die Kommentare, dann schaue ich mir das gerne an. Falls da irgendjemand das zu viert aufgenommen hat. Ansonsten halt eure Erfahrung, habt ihr es zu viert versucht. Hier jetzt noch schnell die Arena platt und dann war es das eigentlich. Hoffentlich meldet sich noch irgendjemand für ein Suikun Raid, aber ich bezweifle es. Auf jeden Fall muss ich heute noch ein Raid machen, schauen wir mal, was sich so ergibt. Vielleicht mache ich noch einen Simsala Raid solo. Nee, nicht Simsala. Flamaga meine ich. Also das war's von mir. Ich mache hier noch die Arena platt. Das kann noch ein bisschen dauern. Werde ich euch nicht zeigen. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu Suikun. Habt ihr viele gemacht? Wie viel habt ihr gefangen? Wie viel habt ihr gesehen? Habt ihr 100%? Habt ihr von irgendeinem Versuch gehört, wo die es zu viert versucht haben und geschafft haben oder auch nicht? Und ansonsten viel Glück für morgen, Raiku. Ich wünsche euch einen 100%. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.